Aus einer Bierlaune heraus entstand die Idee zu einer Fahrt nach Norwegen. Und so erkundeten die drei CF-Motopiloten Matthias, von seinen Freunden Matze genannt, Rolf und Ronald auf ihren Terralender 800 den hohen Norden. Die Reise begann am 25. Juli 2015 in Thüringen, führte sie durch Deutschland nach Dänemark, Norwegen, Schweden und am 14. August auch wieder zurück. Bereichert mit wunderbaren Eindrücken von Land und Leuten. Insgesamt legten sie auf ihren CF-Moto-ATVs 4.900 Kilometer zurück. Ein weiteres Highlight der Reise war die Überquerung des Trollstigen über die Goldene Route. Für einen besonderen Nervenkitzel sorgte hier der Straßenabschnitt mit dem Namen Adlerstraße. Mit seinen 11 Haarnadelkurven bei einem Gefälle von bis zu 17% ist dieser Teil die bekannteste Strecke Norwegens.
Das Ziel der Reise, die Atlantikstraße in Norwegen, ist ein Abschnitt der Reichsstraße 64 zwischen Molde und Kristiansand. Sie umfasst einen 8274 Meter langen Abschnitt und gilt durch ihren Verlauf mit 8 Brücken über mehrere kleine Inseln mit einer Gesamtlänge von 891 Metern als eine der schönsten und faszinierendsten Straßen des gesamten Nordens. Von Bad Salzungen aus sammelte Ronald seine Begleiter in Gumpelstadt und Eisenach auf. Mit der Fähre ging es nach Kristiansand und weiter nach Årdal. Besonders beeindruckend für die drei Abenteurer waren die zahllosen Fjorde, Berge und Tunnels, welche ein einmaliges Landschaftsbild und bleibende Eindrücke hinterließen. Nach einer beeindruckenden Rückreise inklusive Fähre wurde in der Kolbitzer Heide ein letzter Stopp eingelegt, bevor die vorsichtshalber mitgebrachten, aber glücklicherweise nicht benötigten Ersatzteile an CF-Motorhändler Quadfatius zurückgegeben werden konnten.